Crackling und Knall. Gehen jetzt einfach mal mit diesem doch ziemlich beschissen aussehenden Pyrocracker. Steht auch bereits Komet drauf. Der aber gar nicht so schlecht ist, ne? Muss man sagen. Mal gucken, ob der gut aussehende vielleicht jetzt dafür richtig kacke ist. Das sind beide eigentlich ganz nett, überraschenderweise. Den Frosch heben wir uns für den Schluss auf. Wir machen jetzt erstmal so einen Powerball. Ja, der war ziemlich lasch. Vielleicht kann der hier ein bisschen mehr. Nein, nicht wirklich. Und wir testen noch einen Knallfrosch.